So, hallihallo und herzlich willkommen zurück auf der Bergischland. Neue Folge, neues Glück. Ich bin mir noch nicht so sicher, ja, mit dem Glück, ob das hier wirklich was wird. Ich habe mir was gegönnt. Ja, wer du ganz ehrlich, ne, wer hart arbeitet, der darf sich auch ruhig mal was gönnen. Ja, ich habe mir hier wirklich lange nichts mehr so richtig gegönnt. Immer nur mal locht und geschuftet und vor lauter Arbeit kaum noch ins Bett gekommen. Jetzt kann ich mir auch mal was gönnen, ne? Und das habe ich gedacht, das machen wir jetzt auch. Wir gönnen uns hier mal so ein Krone 500 von Vertex Design, ja? Da kommen wir gleich nochmal zu. Vertex. So, die Frage ist, mit den habe ich ja jetzt, ne? Und dann mit diesen Streuer, weil ich will ja ölrettig machen. Geht das quasi, ist die Frage, ja, aber wird schon gehen, ne? Aber warum ist das denn hier alles so einzeln und so? Es macht doch sowieso, also für mich jetzt macht es, für den LS macht es keinen Unterschied, ne? Aber die Frage, die ich quasi noch habe, ist, was würde ich denn jetzt brauchen? Ich habe jetzt einfach das gekauft, weil es toll aussah, ne? Und vor allem, brauche ich das, wenn ich hier mit Ölrettich da mache, oder brauche ich das denn nicht? Oder wie? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir, also wer richtig Bock hat, darf mir das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Walze da für was ist, damit ich das fürs nächste Mal auch einfach weiß, ne? Wir haben hier, guck mal, wir haben hier die Stabwalze, wir haben hier eine Crackerwalze und wir haben hier eine Ringpackerwalze. Ja, also wer da Bock drauf hat, kann mir das gerne mal so reinschreiben, ne? Wer auch vor allem die Zeit dazu hat, das reinzuschreiben. Weil ich weiß halt wirklich nicht so richtig, für was ich wann brauche, ne? Und dann steht ja bei diesem Gerät hier noch dabei, Walze abbauen, um Tiefengruberfunktion zu nutzen. Okay, also baue ich ab, ja? Jetzt würde ich quasi Tiefen lockern oder was, also flügen im Spiel, richtig? Jetzt steht da allerdings Tiefe einstellen. Wie stelle ich... Ach so. Aha. Der Grubber arbeitet als Tiefengrubber. Aha. Okay, gut, dann hat sich die Frage gerade schon mal erledigt. Gut, ja, nee, aber ich will ja drillen und nebenbei eingrubbern da. Ach, nee. Ja, das habe ich eben schon mal gehabt. Superkraft ist noch an. Oder? Ja. So. Habe ich eben nämlich schon mal gehabt. Es ist ein bisschen semi-gut hier. Es kippt die ganze Zeit oben. So, dann bauen wir wieder an, bitte. So, und dann müssen wir noch mal zum Thema Realistic Cedar kommen. Ich wollte mir eigentlich noch mal die Release-Version angucken. Ah, ist egal. So, wir haben jetzt hier eine neue Shop-Kategorie. Nicht nur in... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon released ist, Alter. Ganz kleinen Moment. Gut, ich habe jetzt noch mal geguckt. Ich glaube, das hier kennt ihr noch nicht, ja? Dass das jetzt hier quasi eine neue Kategorie ist, dass das nicht mehr bei Paletten jetzt hier mit dazwischen rumklattert, ja, weil das war immer so ein bisschen, da hat Ivko schon recht, er hat jetzt eine neue Kategorie gemacht und dann ist jetzt hier alles drin, was Realistic Cedar angeht, ja. Durch diese Übersetzung heißt das jetzt realistische Seemaschine hier, aber das ist erstmal noch zweitrangig, ne. So, jetzt pass mal auf, jetzt sind hier die ganzen Saatgutpaletten und so weiter, ne. Manche haben aber auch nicht so wirklich Bock auf diese Paletten, weil das mit der Palettengabel, das ist auch immer ein bisschen tricky, kann ich auch völlig verstehen, ja, finde ich genauso scheiße. So, jetzt allerdings haben wir das Ganze auch als Big Bag. Das Ganze heißt Big Bag, nicht Big Pack. Ja, wollte ich nur nochmal gesagt haben. So, ja, das Ganze haben wir jetzt als Big Bag, das steht dann auch immer dabei, ne, Sojabohnen. Vielleicht könnte man das Saatgut mal noch wegmachen. Weil, ja, obwohl, Hafersaatgut, ja, Weizensaatgut, Karottensaatgut, vielleicht würde Karotte, ja, nee, ach, lassen wir mal einfach so. Und guck mal, alleine auch, was hier schon wieder los ist, ne? 2500, ja, Maximum 2000 Liter, also das ist schon hier dann das Symbol mit dabei, Kapazität, dann hier der Inhalt, ne? Also das ist schon ziemlich cool und die ziehen sich ja auch wieder, die sind ja dynamisch und ziehen sich wieder zusammen und so, ne? Das ist schon ziemlich geil.
So, dann haben wir hier einmal die Palettengabel, die müsste aber ja schon bekannt sein für die Paletten mit so einem Attacher so ein bisschen. Und dann auch hier, den kennt man wahrscheinlich auch schon von der Hof Bergmann und so, ja. Für die Big Bags, ja. Deswegen ja auch Big Bag Lifter. Und auch die hier ist neu. Ja, ach, ich wollte es auch nur zeigen. Man, ja, denn eben nicht. So, hier kannst du unterfahren und alles Mögliche kaufen. Ne? Kannst du irgendwo hinstellen, wer jetzt sagt, Paletten ist scheiße. Ja, jetzt zeigt er hier Big Bags. Ja, ist ganz toll, aber letztendlich muss ich auch wieder damit rumgurken und so. Ja, aber wir bessern uns ja immer. Ja, erst mit Paletten ist ganz cool, aber Big Bags, oh ja, toll. Ja, aber da muss ich auch noch fahren. Aha! Ja, das Beste kommt wie immer zum Schluss. Deswegen kam ich auch immer. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt ein bisschen Ölrettich kaufen. Und dazu nehme ich jetzt mal das hier und kaufe mir das Ganze. So, und jetzt möchte ich wissen, ob ich das hier auffüllen kann. Ja, ich wollte gar keine Mod-Vorstellung so richtig machen. Auch kein Update irgendwie, sondern das ist jetzt einfach irgendwie passiert. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich jetzt hier was rein? Reingeplört jetzt. Aha. Das war ja einfach. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal mit. In der Hoffnung, dass das funktioniert, ja. Ich weiß es ganz wirklich nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Feld Nummer 102, Abfahrt. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, Minion, du hast fertig, ja? Das sieht ja gut aus. Oh, sieht das nicht schön aus, jetzt mal ehrlich? Ich finde das schon schön. Allgemein die ganze Karte finde ich schön. Stimmig. Stimmig. Und ja, ist einfach schön. Ne? Außer, muss ich ganz wirklich mal sagen, diese Texturen der Büsche und Unkräuter in den entsprechenden Jahreszeiten. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht bei wem, auf jeden Fall irgendwo das war auf Twitch, da habe ich Bergisch Land gesehen. Im Winter. Oh, ach, Mann, das sah komisch aus. Gut, den Winter spiele ich ja sowieso nicht, ne? Aber es ist natürlich immer eine Geschmackssache, ne? Und er hätte es nicht gemacht, wenn es ihm nicht gefallen würde. Also nehme ich es mir auch nicht heraus zu sagen, dass das pottenhässlich ist und der letzte Lörres, ja. Das ist halt, finde ich, nicht so schön, ja. Aber das darf man ja sagen. Guck mal, Diego, der ist ja auch immer noch am Leben und der sagt ja auch teilweise Sachen, die ihm nicht gefallen. Ne? Was ja auch völlig richtig ist. Ist ja auch völlig richtig so. Ne? Und den haben sie ja auch immer noch am Leben gelassen. Gott sei Dank. Sonst wüsste ich teilweise gar nicht, was ich noch großartig auf YouTube gucken soll, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, gucke ich zurzeit. Ja, Diego. Diego und den Christian. Hunsrück Gaming, da gucke ich ab und zu mal rein. Yogi gucke ich ab und zu mal rein. Aber so richtig exzessiv gucke ich eigentlich nur Diego, ne? Auf YouTube WEE5T. So geschrieben. WEE5T. WEE5T. Ja, ich kann das noch öfter sagen, weil dann hoffe ich, dass ihr nachher einen Ohrwurm davon habt und dann auf YouTube vorbeiguckt. Gleich erstmal ein Abo da lassen und danach dann abends erstmal gucken. Was habe ich denn hier eigentlich? Oh, das ist ja wirklich ganz gut. WEE5T. WEE5T. So, wir bauen den mal wieder zusammen hier. Ich weiß immer noch nicht, ob es richtig rum ist. Ich hatte schon mal gefragt, aber keiner hat so richtig was gesagt dazu. Also, was ist das denn jetzt hier für ein Trick? Ah, ja. WEE 5T. WEE 5T. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, den habe ich ja fast vergessen. Oh Gott, oh Gott, der kommt hier aber angeschmachtet. Mensch, mein Junge. Er ist Scoutbock. Er ist Scoutbock, ey. So, pass mal auf, wir fahren mal den jetzt hier zum Hof und dann
gucken wir mal, ob das funktioniert, was wir jetzt gleich vorhaben. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe. Weil dann können wir nämlich eine schöne Düngestufe ran organisieren. Wir müssen heute auf jeden Fall die BGA nochmal befüllen. Die steht nämlich auf Null, das ist nicht gut. Unsere Gelddruckmaschine muss laufen. Denn ich muss dringend Stroh kaufen. Ich kriege nämlich keinen Mist mehr so richtig ran. Ja, also wir haben einen straffen Plan hier, obwohl wir fast im Winter sind, ne? Und man ja dann sagt, die Saison ist vorbei überhaupt und so. Nee. Wir haben hier voll zu tun, Bagger. Ach, ja, ich wollte nach hinten gucken im Drescher. Richtig schlau von mir. Ja, Spiegel. Brauchst auch nicht. Brauchst ja auch nicht in so einem Drescher. Ey, warte mal. Wo sind die denn? Ach, da. Oh. Naja, gut. Ja, Spiegel haben wir. Ja, das Regal weg und Gitterboxen weg. Opa, du hast recht. Der Opa Charlie, ne? Opa, du hast recht. Aber da müsste ich dann erst wieder gucken. Ach, nee. Ach, lass. Scheiß. Lass stehen. Der Platz hier ist sowieso noch nicht optimal, weil... Ja, ich blockiere immer das Tor, ne? Ich hätte ganz gern irgendwo nochmal so einen kleinen Durchfahrunterstand oder so, weißt du? Wo ich den für länger auch mal ein bisschen stehen lassen kann. Ja, eigentlich. Dann können wir das nicht ausmerken. Mensch, wir verplören hier aber auch das Geld. Ach ja, das war ja... Oh, das geht ja so schön an hier. Das finde ich richtig gut, ne? So, ist egal. So, pass mal auf. Jetzt, wir müssen mal gucken, dass wir den hier mal runterkriegen. Den müssen wir einmal zur Seite fahren. So, bleib mal bitte stehen hier. Wie geht es hier nochmal? Ja. Also, wenn so ein Trecker, wenn die Handbremse da nur Krieg macht, dann, ja, nee. Weiß auch nicht. So, wir klappen den mal auseinander. Feuer, Salla. Mann, da. Gruppe anschalten. Achso, die Drille wahrscheinlich, sozusagen. Muss ich jetzt hier, kann ich hier jetzt... Brauche ich ja gar nicht, ne? Oder muss ich das trotzdem hoch machen? Nö. Warte mal, wir drehen hier mal. Ich hoffe, dass der Jon, der das Ding packt hier, ne? Oh, mach mal Blinker aus vor lauter Schreck hier. Okay, wir haben Ölrettich 316 und das sieht mir hier auch nach einer Saattextur aus. 315, okay, das scheint zu funktionieren hier. Nicht, dass ich das jetzt in Frage gestellt hätte, aber und wenn ich jetzt den so mache hier? Hey, wie? Ach so, guck mal. Strengt er sich jetzt nicht ganz so doch? Ach, guck mal einer an. Okay, das ist ja wirklich nicht schlecht, ne? Je tiefer ich den mache, umso mehr strengt er sich quasi auch an, ne? Umso härter arbeitet sozusagen die Kolli. Okay, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Okay, ja, dann kriegen wir ja jetzt hier... Mach mal den Helfer an. Funktioniert das alles hier? Ja, wa? Ja, dann kriegen wir ja jetzt hier eine schöne Ölrettich-Sort hin, oder was? Oder wie, oder wem, oder wer, oder was? Bin ich erst rein. Jetzt ist die Frage, machen wir... Ja, machen wir. Hey, wieso kann ich denn hier nicht mehr aussteigen? Ja. Error, schon hier Pack, fehlt Suspension Note, ja okay. Aber wieso kommt... Ach, das war wieder dieser Autodreifback oder was? Nee. So, wir müssen noch ein Bild machen. Huch. Mach mal so von hier so. Ja, ja, müssen wir mal sehen, ob das was geworden ist. Aber ich gehe ganz fest davon aus. So, pass mal, wir lassen den Helfer jetzt hier mal ein bisschen werkeln. Ja, wir bringen erstmal wieder unser Soja weg.
Und zwar fahren wir das wieder in die Mühle. Alt 0. Dann nehmen wir hier mal einen anderen Modus. Und zwar einfach nur den Hinfahrmodus. Diesen hier zur Mühle und Abfahrt. Halt. So, einmal weg. Okay. Gut. Ja, dann lassen wir den da jetzt mal hinfahren. Wir fahren einfach mal eine Runde mit, würde ich sagen. Okay, perfekt. Ja, Chat, Chat, sag ich. Ach ja, habe ich ja schon mal festgestellt, ne, dass wir Chat sagen. Jupstups, ich bedanke mich für euch. Bei euch, für euch. Für euch, bei euch. Fürs Zusehen, so wollte ich sagen, ja. Dankeschön. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, gerne Daumen da lassen. Gerne auch ein bisschen teilen, ne, ein bisschen weitererzählen und so. Ja, damit supportet ihr. Ja, jetzt mal Real Talk bei die Fische. Oh, Alter. Schwierig. Real Talk bei die Fische, ja. Danke für euren Support. Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, ja. Schön, tschüssi. Tschüss.